Herzlich willkommen bei Wetter Online. Am Wochenende kann es neben sonnigen und auch trockenen Abschnitten fast überall krachen. Nächste Woche sieht es dann zunächst trockener und auch richtig warm aus. Am Samstag bleibt es mit Höchstwerten um 20 Grad schwülwarm. Von Beginn an gibt es neben Sonnenschein auch Schauer und Gewitter. Im Prinzip kann es überall blitzen, am ehesten trocken bleibt es von der Ostsee bis zur Oder. Der Schwerpunkt der Gewitter dürfte von der Nordsee bis nach Thüringen liegen. Unwettergefahr geht dabei vor allem von kräftigen Regengüssen aus. Am Sonntag wechseln sich bei ähnlichen Temperaturen Sonne, Schauer und Gewitter ab. Im Vergleich zum Samstag wird man aber an weniger Orten nass. Im Westen kommt man mit etwas Glück sogar bis zum Abend trocken durch. Am besten, ihr verfolgt unterwegs unser Wetterradar. Ab Montag wird es von Westen her kurzzeitig trockener, die Sonne ist länger mit dabei und erwärmt die Luft verbreitet auf über 20 Grad. Am Mittwoch sind sogar bis zu 25 Grad drin. Dann bahnen sich aus Westen aber schon wieder neue Gewitter an und diese haben dann eine Ladung kühlere Luft an Bord.